ist es notwendig, sich einzumischen, einzubringen, dass dieses Europa ein friedliches, ein Europa des Miteinanders ist und nicht eines des Gegeneinanders. Der Papst hat in seiner Rede anlässlich der Karlspreisverleihung darauf hingewiesen, dass es ihm wichtig ist, dass Europa nicht eine seelenlose Institution ist, sondern dass sie sich dem Menschen zuwendet, deren Zukunftsängsten und deren Zukunftsträumen dazu beiträgt, dass sich Menschen in Europa wohlfühlen und dass andere, die zu uns kommen, hier eine gute Heimstatt finden. Wir wissen, dass zurzeit Europa in einer schwierigen Situation ist. Wir wissen aber gleichzeitig, dass ein Europa, wenn es zerstritten ist, nicht die Zukunft sein kann. Also ist es notwendig, sich einzumischen, einzubringen, dass dieses Europa ein friedliches, ein Europa des Miteinanders ist und nicht eines des Gegeneinanders. Mischt euch ein!